So, da sind wir wieder. Und ja. Ja, genau. Wieder Cardi da. Wie schon gesagt, ich denke mal, ich werde die Camaro nehmen. Ich will eigentlich den Camaro nehmen. Und ich werde auch den Camaro nehmen. So sieht's nämlich aus. Bye. Genau. Mal einen anderen Wagen. Obwohl der Challenger von denen allen eigentlich der schnellste ist. Von Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Aber egal. Nehmen trotzdem den Camaro. Bumblebee. Car dealers like this all across the country. Each dealer has a different stock of cars. So you might want to swing by each and take a look. There are 510 tuners all over the country who specialize in different car modifications. As this operation progresses, you'll need to access these tuners. But for now, let's get you a street ride. Street spec cars are lightly modified rides, built for street racing and tuned for the open road. Most common 510 ride for a reason. Street spec should be your first choice for cross-country road trips. Ja. Gut, die sagt nichts mehr, dann gehen wir ja weiter. Hintergrund hört ihr leider vielleicht, ich weiß es nicht. Mein Hund, und wenn ihr ihn hört, tut's mir echt sehr leid. Geht lieber mal fahren eine Runde. Also bis dahin, einen kurzen Weg. Tut mir echt leid, falls ihr meinen Hund hören. Ups, und falls ihr. Falls ihr meinen Hund im Hintergrund hört. Das nervt. Das nervt einfach nur, wenn es klingelt und die am Rumbeln ist. Und die soll bitte nicht mit aufhören. Warum immer alles gleichzeitig, wenn man aufnehmen muss? Und das Beste ist, glaube ich, immer noch, wenn man einfach mit in der Nacht aufnimmt. Dann hat man am wenigsten Probleme. Ups. Aber der lässt sich echt gut fahren. Echt stellig fahren. Da ist Jordan. Enter. Da sind wir schon beim Car-Tuner. Okay, Alex. Let's get your ride fitted for streets back. Alles auf einmal. Jetzt kommt auch noch eine Nachricht am Handy oder was auch immer. Nee, okay. Hat einfach nur so vibriert. Every car you buy at a car dealer is a full stock ride, ready to improve at a tuner. There is one tuner per region, and you can buy a different spec starter kit from each of them. These kits transform your vehicle for different terrain types. After fitting a spec starter kit, you can buy. Kennen wir alle schon? Ja. Looking good. Let's hit the streets. Nein, ich will. Ach so. Streetcar Purchased. Was ein Chaos hier rum. Sowas kann ich gar nicht abhaben. Visuals. Was hat der denn davon für eine komische Lufthutze? Color. Was gibt's denn da? Official, Metallic, Anoisiert, Iridescent. Anoisiert. Sieht geil aus. Nicht mit den irgendwie drehen. Anscheinend nicht. Ja, das ist mir aber irgendwie so ein bisschen zu schillernd. Ich weiß nicht, ob ich so ein Bumblebee machen will. Hm. Doch, ich glaube, ich mache einen Bumblebee. Gibt's hier einen Rallye-Streifen? Flex, Fleming, The Tribal, weiß auch noch nicht. War's der?
Der ist ein bisschen zu breit. Den nehme ich. So, Front Bumper. Ich will vorne schon ein Licht haben. Na, das nehme ich. So, Rear Bumper. Der sieht doch schon mal direkt geil aus. Nehme ich den ersten. Front Fender habe ich nicht. Die Seitenschürze. Nehme ich die. Bei den Fendern habe ich noch nichts. Die Felgen. Offiziell. Road. Offroad. Exotisch. Ist noch was anderes? Vintage. Vintage ist oldschool. Geht mal auf Racing. Ah, das sieht. Das finde ich geil. So, den Flügel. Und die Motorhaube. Genau. Ich weiß nicht, doch. Doch, das sieht schon was aus, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich muss es ja selber wissen. Bei Performance habe ich eh noch nichts, deswegen da brauche ich eigentlich gar nicht nachzugucken. Nee, das gewinne ich ja hinterher. Man kann das alles so von selber dann auch nachrüsten. Color Stickers Interieur. Ach, das sind die Nähte, die sich da verändern. Die Nähte in Gelb. So. Side Mirrors habe ich nichts. Gut, dann war's das schon. Hätte ich alles an Aussehen so getunt. Genau. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg dahin. Irgendwie bin ich gerade nicht ganz irgendwie bei der Sache. Bin noch total abgelenkt eben gerade von der Unterbrechung und bin also am Gucken, am Überlegen, wie wegen dem Hund. Weil der so gekleppt hat und alles. Ein Großteil werde ich davon noch rausgeschnitten haben, wahrscheinlich. Ja. Wird schon irgendwie alles gehen. Muss ich mich nur selbst sammeln. Back off, I'm coming. Ich hab gedrückt, aber ich hätte eins nach unten gehen müssen. Solo. Ach so, und übrigens, vorhin wurden oben rechts so Nachrichten angezeigt. Das war, die Nachrichten kamen von die kamen von Kreatin. Und hat mich gefragt, ob ich mich noch an ihn erinnere und alles. Und habe ihm auch hinterher schnell zurückgeschrieben, ja, ich erinnere mich an dich, war cool. Und mal gucken, denke ich mal. Wir fahren auch wieder durch Amerika. Anyone else I arrest on the way is a bonus. I'm not helping you take down the whole 510s. I'm interested in dirty cops and murderers, and that's it. Speaking of murderers, we're putting Shiv away for life. You kill him, you're back in that cell. So. Oh,
Wow. You got a hard on for Coburn, I get that. But why do you need me to get him? Coburn's weakness is the 510s. He's got half the FBI in his pocket. If I came at him with a regular investigation, he'd see it with his eyes closed. But if I get an inside eye on Shiv's operation, we get the both. You've got the skills and motivation to see this through. Ich weiß es nicht genau, aber anscheinend haben die auch diese Absperrung hier rechts zum Beispiel, haben die auch geändert. Weil, soweit ich mich erinnere, waren die vorher in blau, oder? Ich hab's nicht mehr genau im Kopf, wie die aussahen. Egal. Ach, ein kleines Stück sind wir schon vorne. 3 Sekunden, geht. My crew? Your crew. A point man's only as good as the team that stands behind him. Alter. Boah, rutsch nicht so weg. Come on. Finish. Das hätten wir geschafft mit unserem Bumblebee. Ja, so mehr oder weniger Bumblebee. ECU ist Chip Tuning. Auto Equip. Continue. Und weiter geht's. Okay, you pass. In here. I think you're gonna like this place. Headquarters. Mein Hauptquartier. HQ. Mhm. Like it or not, this is home for the foreseeable. Here, I've been laying out the basic intel so far. The 510 Motor Club. What started as an illegal street racing club has over the last 5 years developed into a sophisticated gang network with chapters in every state. Boosted cars go southwest. Contraband comes back northeast. In short, if you can fit it into a road vehicle, the 510s are smuggling it. Our two targets, FBI Special Agent Bill Coburn. We know he's fallen from grace, we just need the proof. And Dennis Jefferson, aka Shiv. Together, they've transformed the 510s. Coburn provides introductions and protection from law enforcement, while Shiv does the wet work. The 510s denote rank with tattoos. Shiv's the king, the V8. Infiltrate the 510 Motor Club. Earn your ink and climb its hierarchy. You find the evidence I need to put Coburn away, and we'll take Shiv down with it. You'll need a pledge from a chapter head to get your first 510 tattoo. Make your rep on the local circuit, get on that ladder, and don't stop until you reach Shiv. Na, das ist meine Mission. I'm set up in here where you can manage your perks. Upgrades for your cars and abilities. The more you progress, the more perks you can equip. Here's your collection board. Here's your collection board. You'll find one like it in every dealer and tuner. The board lets you manage your cars and their specs. It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world. In your HQ workshop, you can install parts you've bought at a tuner, as well as those you've won by completing missions. It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance. You can also customize your ride with paints, decals, and cosmetic parts. Ja, Labaduna. Ah, wir wissen es ja schon alles. Was? Installation, congratulations, you have completed the crew prologue. Please wait until this. Ja. Warum? KTK, was ist das denn? Need to find all parts. Ach so. Was? Warum? Warum ist. Ich verstehe es nicht, warum es nur zu 99% beendet ist.
mir aber eben schon mal aufgefallen, dass ein New Play, keine Ahnung, das hat ja ein Patch rausgebracht, also es wurde ein Patch rausgebracht für die zweite Beta und jetzt habe ich diesen Patch installiert, aber komischerweise hing das, hat es bei 99%, also beim letzten MW hat es aufgehört und hat es einfach nicht beendet. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und muss ich sowieso machen, weil wir ja so nicht weiterspielen können. Und mal sehen, was damit ist. Warum das nur bis zum letzten MW geht und dann nicht weitergeht. Also, ich würde sagen, bis nach dem Cut oder bis zur nächsten Folge, wie auch immer ich das schneide. Ja, ciao.